Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute geht es um das Buch Survive, ist ihr Geheimnis sein Verhängnis von Elefair Burke. Ist im Aufbau Taschenbuchverlag erschienen für 12,99 Euro und wurde mir freundlicherweise auch von diesem zur Verfügung gestellt. Das Ganze hat 400 Seiten. Und es geht hier um Angela. Sie verliebt sich in den attraktiven Wirtschaftsprofessor Jason, glaubt aber nicht, dass das Ganze gut ausgeht, denn sie hat schon einiges hinter sich und glaubt nicht mehr an Glück. Aber er heiratet sie und kümmert sich liebevoll um sie und um ihren Sohn Spencer. Bis eine Studentin ihn des Missbrauchs anklagt. Und dann kommt einiges ans Tageslicht, was für Angela ja natürlich sehr schlimm ist. Und sie fragt sich natürlich, ist Jason schuldig oder ist er nicht schuldig? Und sie hat jetzt Angst, dass auch ihr Geheimnis ans Tageslicht kommt. Und sie hält daher zu ihm, um auch ihr Geheimnis verbergen zu können. Um es mal gleich vorwegzunehmen, mich konnte das Buch leider nicht begeistern, auch nicht fesseln. Das Problem, was ich hatte von der ersten Seite an, ich weiß nicht, ob es der Schreibstil war, wenn ich gerade in der Geschichte einigermaßen drin war, also es war sehr, sehr schwer zu lesen. Also man konnte es nicht so wie manch andere Bücher nebenher so weglesen. Immer wenn ich so gerade drin war, dann musste ich wieder aufhören. Und wenn ich dann wieder angefangen bin, dann hat es erst wieder gedauert, bis ich überhaupt wieder wusste, worum es geht. Und es hatte für mich auch wenig Spannung und es hat mich einfach nicht gefesselt. Das war eins der Bücher, die für mich absolut nichts waren, obwohl ich ja auch in der Richtung relativ viel lese, aber es konnte mich leider nicht so begeistern. Zum Ende hin wurde es dann wieder ein bisschen interessanter, aber das ist ja bei Büchern halt immer so, vor allen Dingen bei Thrillern. Das Cover finde ich auch wahnsinnig gut, also finde ich richtig schön, aber ja, von mir hat es jetzt knapp 3 Sterne bekommen. Es war wirklich, ich lese ja eigentlich Bücher so 2-3 Tage. Und dieses Buch hat mich die ganze Woche, in Anführungsstrichen, aufgehalten. Es ist mir wahnsinnig schwer gefallen zu lesen. Ich konnte dieses Buch auch nur lesen, wenn ich ganz allein war, wenn ich im Bett lag. Also auch nicht tagsüber mal eben zwischendurch. Dann wäre ich da gar nicht durchgekommen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ob es der Schreibstil ist. Die Geschichte an sich ist sehr interessant gewesen und ich habe ja auch vor kurzem sowas Ähnliches gelesen. Anatomie einer Affäre hieß das. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber dieses konnte mich leider nicht begeistern. Ihr werdet es auch noch in meinem Wochenrückblick für die Kalenderwoche 13 sehen, die ja nächste Woche dann kommt. Aber ich meine, jeder Geschmack ist verschieden. Und wenn euch das Buch anspricht, dann lest es. Und würde mich dann wirklich sehr freuen, wenn ihr mir mal Rückmeldung gebt, wie es euch gefallen hat. Für mich war es jetzt nichts, das heißt ja nicht, dass es für alle anderen auch so ist. Ich verlinke es euch in der Infobox. Wenn euch das interessiert, schaut da einfach mal rein. 12,99 Euro kostet das Ganze und das soll es auch von mir gewesen sein. Ich tue mich immer schwer mit Rezensionen, wo mir die Bücher nicht ganz so gut gefallen haben. Ich weiß auch nicht, was ich euch sonst noch so großartig dazu sagen kann. Also die Protagonisten, das waren eigentlich nur sehr wenige. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht großartig was zu sagen. Angela ist mir auch ein bisschen zu blass geblieben als Charakter. Und es war einfach nicht mein Buch. Einfach ganz kurz zusammengefasst, es hat mir nicht gefallen. Was soll ich hier groß um den heißen Brei rumreden? Es gibt so viele Bücher, die mir
mit Sicherheit besser gefallen. Und ja, das war's von mir. Falls euch die Rezension trotzdem weitergeholfen hat und gefallen hat, würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!